Hallo, ich bin hier neben Simone. Wie fandest du denn den Film Red Dog? Den Film fand ich ganz toll. Es waren wunderbare Landschaftsaufnahmen und es war sehr beeindruckend zu sehen, wie dieser junge Freundschaft schließt zu dem Hund. Was fanden Sie denn die schönste Stelle? Also am schönsten, am rührendsten war eigentlich, als er den Welpen gefunden hat. Aber die anderen Szenen, wo er mit dem Hund praktisch wie mit einem Freund umgegangen ist, fand ich auch besonders schön. Wie hast du denn geschaut, als auf einmal das Feuer da war? Oh, da war ich sehr erschrocken. Da habe ich nämlich überlegt, was der Junge jetzt wohl macht. Ob er wirklich noch weiter abhaut und seine Leute im Stich lässt. Aber er hat sich Gott sei Dank dann dafür... Wie haben Sie denn geschaut? Geschaut, erschrocken. Auf alle Fälle. Können Sie das mal nachmachen in die Kamera? Jetzt? Ja. So. Neben mir ist der Nick. Und hast du Red Dog geguckt? Ja. Wie fandest du den Film? Ich fand ihn sehr schön und fand es halt auch irre, wie da der Hund trainiert wurde und so. Und was war dein Lieblingscharakter? Also ich fand toll, als hier der Junge dann weggefahren ist, der Hund dann ihm so hinterhergerannt ist. Okay, und was war deine Lieblingsperson in dem Film? Eigentlich der Hund. Wie fandet ihr denn eigentlich den Film? Ich fand ihn sehr schön, vor allem an den Stellen, wo die beiden was zusammen erlebt haben. Also ich fand ihn auch sehr schön. Ich fand vor allem die Szene, wo sich die beiden das erste Mal getroffen haben. Das fand ich irgendwie rührend. Ich fand den Film ganz, ganz toll, aber es war schon traurig, als er erfahren hat, dass er dann wieder zurück oder nach Amerika muss. Es war schon traurig, aber die erste Szene, wo er dann auch den Hund trifft, war auch ganz schön. Also, hier, die Mädels sind gerade weggegangen, aber von mir und den Mädels zusammen gibt es 4,5 bis 5 Beeren. Und übrigens, die Beeren werden in Gummibärchen umgetauscht und die essen wir jetzt.